Vorstellung des neuen Can-Am-Modells. Das hier haben wir ein Außenschlauch 800. Jetzt zeige ich es mal im Design. Das ist das Modell 2012. Man sieht hier also wunderbar die Ausformung, absolute Bodenfreiheit hier. Hochgradig in der Beschleunigung, mit einem Ventil in diesem Fall ausgerüstet. Also von da gesehen absolut megamäßige Leistung. Ja, Praxistest zeigen wir gleich noch im Video. So, hier ist die Teststrecke. Wie man sieht, extra angemietet worden. Ja, hier sehen wir auch noch andere Modelle, zum Beispiel der junge Mann, der vor uns geht, fährt einen typischen King-Schlitten 700 AXE, nee, 57 AXE ist das. Und die etwas langsameren Modelle kommen da jetzt gerade runter. Das ist, glaube ich, ein Schlitten MXU 2 Kuf, glaube ich. Ja, genau. Da haben wir hier ein Rincon, auch 2 Kufer. Ja. Das typische Honda-Modell. Und auch hier sieht man, die Bremsen funktionieren wesentlich besser. Aber man sieht also, Honda baut da ganz klar auf alte, traditionelle Fahrwerkstechnik, Eisen und Holz. Ja. Sehr schön anzusehen, unser Testpilotin hier. Ja, und man sieht also auch, Honda ist eine sehr angemodelte Marke schon. Sehr viel Rost dran. Ja, geht gar nicht. Für ein neues Modell geht gar nicht. So, kommen wir nun zum Beschleunigungstest des Can-Am 800 Einventilers. Ja, man sieht also, sehr gute Bodenhaftung. Das Fahrwerk ist sehr gut abgestimmt. Jetzt machen wir mal einen Fahrwerkstest. Jawohl. Und man sieht also auch da 100% geländetauglich, behält immer die Bodenhaftung. Die Bremsen sind vielleicht noch etwas überarbeitungsbedürftig, aber man sieht im Großen und Ganzen, ja, jeder Situation gewachsen, wie man es von Can-Am kennt. Und weg ist der Fahrer. Nach dem Distanztest kommen wir jetzt mal zum Selbsttest. Also wir haben jetzt gerade gesehen, der neue Can-Am 800er Einschlauch, Einventiler. Beschleunigung, Bodenhaftung für sehr gut befunden. Jetzt wollen wir natürlich mal den Fahrertest machen. Machst du mal aus der Fahrerposition heraus. Mal gucken, Beschleunigung immer sehr wichtig. Man hört also erst sehr leise im Fahrverhalten. Ja, man merkt also auch ganz klar, wenig Bodenbewegung drin. So, jetzt kommen wir in die Beschleunigungsphase. Gucken wir mal nach vorne. Ja, da ist er. Da kommt es an. Was? Jawohl. Und da kommt jetzt. Also, das war eine sehr turbulente Fahrt. Und wir stehen. Die Bremsen müssen noch besser werden, ganz klare Sache. Da müssen wir denken, mit Kanada noch mal ein bisschen quatschen, würde ich sagen. Aber schaffen wir noch. Juhu. So, jetzt geht's los. Ja. Was geht in die Hose? Scheiße! Scheiße! Weiter, gibt Gas! So geht's. Das geht. Das geht. Ich bin schneller als ihr. Scheiße! Ja, hab ich doch. Oh, geil! Alles war Schnee! So, mal angucken nochmal. Sieht super geil aus. Ja. Mordsmäßig. Oh, Porno. So, Testfahrt überstanden. Und auch für 2 Personen zugelassen. Richtig, hat sogar eine 2 Personen. Ja? Hat eine Schneeschlepperzulassung. Ne? Vergleichbar mit Ackerschlepper. Das heißt, offene Leistung ist schon eingetragen. Ja?